Gibt es ideale Ketonwerte? Auf Social Media sieht man oft, dass gerade in der Keto-Szene sich die Leute gegenseitig überbieten mit ihren Ketonwerten. Aber das ist nicht der richtige Weg. Es gibt keine idealen Ketonwerte. Höher heißt nicht besser, höher heißt nicht mehr Gewichtsabnahme. Hast du in der Früh einen Wert von 0,5, dann ist das vollkommen in Ordnung und ein sehr, sehr guter Wert. Untertags kann der dann auch mal ein bisschen höher ansteigen. Wichtig ist immer, wie geht's dir? Fühlst du dich gut? Hast du Energie? Oder kreisen die Gedanken ständig ums Essen und fühlst dich schlapp? Das zählt in erster Linie. Nicht die reine Zahl, sondern wie fühlst du dich? Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo höhere Ketonwerte sehr wohl wichtig sind, aber das ist nur in der therapeutischen Anwendung, zum Beispiel bei der Epilepsie, relevant. Ab 0,5 bist du auf einem guten Weg.